Ja, Ebene von Parameterform auf Koordinatenform bringen, packe ich in die Playlist Ebenen unter analytische Geometrie rein, verlinke ich auch am Ende vom Video. Es gibt ja Unterschiede, manche schreien jetzt wahrscheinlich auf, aber bei mir stand irgendwas wie allgemeine normalen Formen. Ich habe in der Playlist alles drin, auch die Definitionen, verschiedene Beispiele. Ich reiße jetzt hier wieder eine Sache an, fischt euch euer Beispiel raus. Unten in der Beschreibung vom Video packe ich die Links, die Kontakte zu meinen Socials, gerade bei Instagram und Snapchat Story, mache ich ja ab und zu immer Aufgaben mit Lösungen. Wer von Mathe nicht genug kriegen kann, rein da. Also, Parameterform, das ist ja sowas wie Ortsvektor plus R mal Richtungsvektor plus S mal noch ein Richtungsvektor. Ich schmeiße immer direkt rein. Hier können auch so griechische Buchstaben wie μ und Lambda stehen. Ja, also sowas μ und Lambda, lasst euch davon nicht durcheinander bringen. Das ist ja der Rohbau von einer Parameterform, einer Parametergleichung für eine Ebene. Dann steht hier x-Vektor und vorne steht wahrscheinlich noch e-Doppelpunkt. Und dann nehme ich mal als Ortsvektor 1, 2, 1, ist jetzt frei ausgedacht, 0, 1, 4 und 1, 1, 5. Und eine Möglichkeit ist ja, um am Ende auf die Schreibweise zu kommen, wo eben keine Vektoren mehr sind und keine Parameter, sondern wo ihr dann irgendwie Koordinaten da stehen habt. Eine Möglichkeit ist, ihr nehmt den n-Vektor der Ebene, kurz angerissen. Wenn ihr eine Ebene habt, Ebene E, der n-Vektor steht ja immer senkrecht auf der Ebene. Eine Möglichkeit, diesen zu berechnen, ist, sich die beiden Richtungsvektoren zu schnappen und das Vektorprodukt zu bilden. Auch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie ihr das ausrechnet. Da habe ich auch nochmal die Version in die Playlist gepackt. Eine ist ja zum Beispiel, ihr schreibt jetzt die Vektoren untereinander nochmal hin, streicht die weg und dann geht es über Kreuz los. Einmal 5 minus 4 mal 1 über Kreuz. Dann sage ich einen runter zum Start, 4 mal 1 minus 0 mal 5. Dann sage ich wieder einen runter, 0 mal 1 minus 1 mal 1. Das ist nur eine Trainingssache. Vielleicht habt ihr auch eine andere Methode. Hauptsache, ihr wisst Bescheid, wenn ich diesen Weg wähle mit n-Vektor und ich nehme das Vektorprodukt entsprechend ausrechnen. 5 minus 4 ist 1, 4 minus 0 ist 4, 0 minus 1 ist minus 1. Jetzt kann man noch flott nachkontrollieren, ist das denn auch der richtige n-Vektor? Wenn er das ist, er muss ja senkrecht stehen. Senkrecht heißt, er ist dann senkrecht sowohl zu dem einen Richtungsvektor als auch zu dem anderen Richtungsvektor. Also kann man flott überprüfen, das wäre wiederum jetzt das Skalarprodukt. Einmal mit dem einen Richtungsvektor und einmal mit dem anderen Richtungsvektor. So, und da sollte dann 0 rauskommen. Das wäre jetzt die Vokabel Skalarprodukt bilden können. Einmal 0 plus 4 mal 1 plus minus 1 mal 4 ist tatsächlich 0. Bisschen geschmiert hier. Einmal 1 plus 4 mal 1 ist 5 plus minus 1 mal 5 ist auch tatsächlich 0. Könnt ihr anhalten, in Ruhe nachrechnen, dann weiß ich, super, also soll ein Häkchen sein, ich habe richtig gerechnet. So, und jetzt schnappe ich mir diese eine Gleichung und das ist eigentlich dann, ne, kurz vor der Koordinatenform, n-Vektor mal Klammer auf, x-Vektor minus p-Vektor, da können noch mal an der Buchstaben stehen, ist gleich 0, vielleicht auch noch wieder e-Doppelpunkt davor, kommt immer gerade aufs Skript an. Das wäre der n-Vektor, den ich gerade berechnet habe, 1, 4, minus 1 mal x steht für x1, x2, x3 oder, nicht erschrecken, xyz, wieder je nachdem, was ihr habt, minus p-Vektor ist ein Punkt der Ebene und dafür kann ich ja den Stützvektor, Ortsvektor nehmen, der gleichzeitig ein Punkt der Ebene ist. 1, 2, 1. Und manche machen hier eckige Klammern hin, gleich 0, Doppelpunkt, E wieder davor. Ich habe in einem Video auch eine andere Schreibweise, wo ich hier ein bisschen rumgebastelt habe. Dann kommt ihr auf
n mal x gleich n mal p. Und wenn ihr dann ausmultipliziert, seid ihr direkt ready. Hier ist es ja immer so, ich muss ja jetzt noch hier multiplizieren und hier, um auf die Koordinatenform zu kommen. Da kommen manche mit dem Minus nicht zurecht. Schaut mal, was ihr auch machen dürft. Ansonsten mit ein bisschen Training ist eigentlich auch easy. Wenn ich jetzt wiederum multipliziere, ne, den Vektor mit x1, x2, x3, dann haben wir einmal x1 ist x1 plus 4x2 minus 1 mal x3 ist minus 1x3. Die 1 muss ich nicht mehr schreiben. So, und jetzt habe ich eben noch minus, dann mache ich mal Klammer auf, 1 mal 1 ist 1, 4 mal 2 plus 8, minus 1 mal 1 minus 1 gleich 0. E Doppelpunkt davor, und jetzt sieht man schon, ne, hier haben wir Koordinaten und wir sind von Parameterform auf die Koordinatenform gekommen. Das kann man noch ausrechnen. In manchen Lösungen steht dann die Zahl auf der anderen Seite. Bloß nicht durcheinander bringen lassen. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, ein Ablauf. Nochmal, irgendwo verlinke ich jetzt auch die Playlist. Nicht durcheinander bringen lassen. Wenn die Lösungen mal anders aussehen, aber das Gleiche dann bedeuten, dann steht da vielleicht auch mal ein Vielfaches von einer Koordinatenform, die dann doch wieder das Gleiche bedeutet. Erstmal Struktur erkannt, Gefahr gebannt und alles ist easy.